Also kommt zurück. Ja. Zu einer weiteren Folge Mein Test. Ich habe die Folge gerade schon beinahe aufgenommen. Also ich habe die schon aufgenommen. Habe dann aber festgestellt, dass ich scheinbar entweder nicht auf Aufnahme gedrückt habe oder er es nicht registriert hat. Wahrscheinlich ersteres. Und habe jetzt den Zustand so wiederhergestellt, wie Ende der letzten Folge war, weitestgehend. Ich hatte mich hier schon angefangen, den ROM umzubauen, weil ich das jetzt die Folge vorhatte. Aber noch sollte der Raum wieder so aussehen, wie er war. Genau. So. Inventar ist aufgeräumt. Wir nehmen erstmal hier ein bisschen was zu futtern. So. Bam. Gut, jetzt gucken wir mal. Der untere Raum war fertig soweit, ne? Genau. So, das heißt, wir werden jetzt mal den Raum hier hinten anfangen umzubauen. Das heißt, wir werden jetzt Schicht für Schicht den Raum 1 immer nach vorne verschieben. So. Ungefähr so. Die müssen auch weg. So, dann müssen die vier weg. Dann müssen die vier weg. Das Ding hier muss komplett weg. Hey. Du kannst hinten ruhig bleiben, denn ich brauchen wir, um da später die Kisten gegenzustellen. Ach. Die Axt ist zu schnell. So, und hier muss. Ne, die Reihe kommt erstmal. Erstmal machen wir, wie gesagt, eins nach dem anderen. Sonst kommen wir hier durcheinander. So. Jetzt muss die ganzen Dinger alle eins nach vorne verschoben werden. Die Treppe muss beide auch nach vorne verschoben werden. Ungefähr so. Genau. Das hier kommt weg. Ja, wie gesagt, die Cobblestone waren davor noch nicht da, eigentlich. Die hatte ich jetzt schon in der Folge, die ich nicht aufgenommen hatte, aufgenommen, hingebaut. Ja. Also nicht wundert, dass es hier jetzt ein bisschen anders aussah, als sieht als in der letzten Folge. Genauso wie jetzt hier schon ein paar Steine sind und es dunkler ist. Ja. So, dann mal gucken. Das heißt, jetzt müssen eigentlich die Reihen hier alle weg. Also jeweils. Hört gerade ein Monster? Ja. Läuft es über uns lang oder was? Achso, draußen dunkel, ne? Nee, draußen ist hell. Wo ist denn das Monster? Wer weiß. Nein. So. Ne, halt da müssen wir. So, dann müssen wir erstmal die Dinger hier alle abbauen. Brauche ich noch eine Axt für? Ach, diese Tür. Ja gut, komm. Das Ding müssen wir umstellen auf. Ah, ich sag, ich mach mal 15. Ja, so ist gut. Okay. Wir brauchen eine Axt. Dankeschön. Genau, hier können wir gucken. Noch eine weitere Batterie ist halt ein bisschen blöd. Aber ich glaube, wir haben nur vier Batterien und hier brauchen wir. Ja, wir brauchen fünf Stück für. Und einen Transformator.
Wir brauchen einen Mittelspannungstransformator. Haben wir so einen? Nee, ne? Ne, wie gesagt, wir haben nur 4 Batterien. Aber können wir mal gucken, ob wir da noch eine Batterie bauen und dann hier noch eine hinsetzen. Aber gut, das ist erstmal. Erstmal machen wir hier hinten. So, und die müssen jetzt alle denn jeweils vor die Dinger hin, also hier. Ungefähr so. So. Warte kurz. Ach so. Die müssen auch weg. So, so. So, so. So, haben wir das schon mal. Jetzt kommen hier die Steine dafür hin. Und da kommen dann gleich die Slips wieder dran. Und dann passt das Ganze. So. Achso, die Mauer, genau. Die müssen wir jetzt eins nach vorne verschieben. Ach ja, kriegen wir diese komischen Cobblestone-Dinger. Bäh. Ja, super. Die bringen uns hier echt voll viel. Ach so, halt, wir brauchen doch noch Slabs. Schon wieder. Wir brauchen 10 Stück, ne? Ja, gut. Egal. 10 Stück brauchen wir. Ach nee, wir brauchen 20. Wir brauchen pro Seite 10 Stück. Na gut, dann ist das ja. Hä? Quatsch. Oh Gott, Leute, so, danke. Trotzdem zu viele. Zum Glück ist der ganze Ding um eins nach vorne verschieben nicht so schwer wie den ganzen Raum komplett neu bauen. Ja, das geht tatsächlich. Bäh. So, können wir jetzt einen schönen Stein abbauen. Wobei müssen wir eigentlich gar nicht und die Cobblestone-Dinger ist jetzt gar nicht so schade. Na egal. So, und die kommen jetzt eins wieder davor hingestellt. Wobei ich würde hier vielleicht sogar noch eine Reihe hinsetzen, damit hier hinter keine Monster spawnen. Und schon kommen wir nicht mehr raus. Danke dafür. So. Achso, halt, die Fackel müssen wir noch versetzen. So, dann müsste jetzt der Raum eigentlich. Achso, ja, hier vorne für den Träger. Ach ja, schon. Ja, mir gut, da brauchen wir jetzt aber Cleanstone. Ansonsten müsste der Raum eigentlich 1:1 so aussehen wie die anderen Räume. Sieht auf den ersten Blick erstmal richtig aus. Nur dass hier unten, hier drunter, halt das Ding fehlt. Brauchen wir jetzt noch 2 Cleanstone-Treppen, haben wir sowas? Nein, da haben wir ja letzte Folge erst alles verwurschtelt, ne? War ja wieder typisch Ronny hier. Na gut. Dann müssen wir erstmal hier nochmal. Nee, halt. So und so. Na gut, kriegen wir 8 Stück. Danke dafür. So. Schwupps. Die Wupps. Ha! Gut. Dann ist der Raum jetzt um 1 nach vorne versetzt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, genau, das passt so. Jetzt ist der Raum hier symmetrisch. Ach, ich meine schon. So. Gut, ist ja geil.
Ne? Wieso bleibt einer übrig? Egal. Kann ich drüber nachdenken. Wenn wir irgendwas zu viel haben beim Stein. Da ist alles egal. Achso, halt, die kommen ja noch unten. Muss ich mal gucken hier. Erstmal hier wieder Inventar ein bisschen aufräumen. Das ist mir schon wieder alles so voll. Erde. Ah ne, Erde kommt ja auch unten rein. Juhu, dann ist unser Lagerraum schon mal fertig. Ist doch geil. Hallo? Danke. Ein bisschen Futter. Haben wir noch was drin? Nö. Gut. Okay. So, das heißt, so können wir jetzt langsam aber sicher anfangen und zu überlegen, wie wir unten den Raum gestalten. Ich habe gesehen, wir haben ja noch so ein paar Sachen drin, die wir gleich gebrauchen können. Zum Beispiel das Ding hier. Da werden wir noch mehr von brauchen, keine Frage. Und hier brauchen natürlich auch noch diverse Pipes und alles Mögliche, was wir an Pipes so haben. Das wird noch richtig schön scheiße. Ach so, jetzt weiß ich gar nicht, ob es auch in der Folge drin war, die ich gerade eben gemacht hatte, die ich nicht aufgenommen habe. Von daher, für den Fall, dass ich es noch nicht gezeigt hatte, ich habe die Anlage aus dem Betrieb genommen, indem ich hier das Ding abgebaut habe und die reingepackt habe und den Baumstamm, der hier war, den Setzling, abgebaut habe und hier reingepackt habe, weil als ich unten den Raum zum ersten Mal umgebaut hatte, da, naja, Sachen, die gedroppt sind, hatte den da hinten aufgesammelt. Und dementsprechend habe ich das Ding, der den bald deaktiviert. Bei dem Baumfang müssen wir sowieso mal gucken. Weil, ne, man hat gesehen, das Ding ist jetzt nicht sonderlich effektiv. Also, ich meine, wir haben 75 Holz gerade mal drin, wenn man mal bedenkt, wie lange die Anlage schon lief mittlerweile. Also, wir brauchen definitiv A, eine größere Baumfarm, damit wir einfach mal mehr Holz haben. Und vor allen Dingen sieht das Ding halt hier direkt vor dem Haus halt auch scheiße aus. Dann müssen wir mal gucken, ob wir dann, wie gesagt, gleich eine Baumfarm nehmen mit verschiedenen Baumarten. Oder halt so wie Roland auch mit diesen Farndingern. Aber alleine von diesen normalen Bäumen werden wir halt ein paar mehr bauen. Aber wie gesagt, das muss ich dann irgendwo machen, wo wir eine relativ große Fläche haben, die aber so abseits ist, dass sie nicht in unserem Blickfeld fällt. Weil das sieht schon hart hässlich aus. Naja. So, mal kurz gucken hier. Was brauchen wir alles? Also wir brauchen auf jeden Fall Pipes und ganz viele Sorting Pipes. Für den Sorting Pipes, wie viele brauchen wir da so ungefähr? Also eine brauchen wir, um Diamanten und Mesokon rauszufiltern. Dann geht's weiter in den Grind. Boah, schon müde. Dann geht's weiter in den Grinder. Und vom Grinder müssen wir dann alle anderen Sachen rausfiltern. Wie viele verschiedene Sachen gibt's denn eigentlich? Wir müssen eigentlich mal die Kiste hier sortieren, ne? Das ist hier alles durcheinander. Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist bereits da, das ist bereits da. Genau, und dann wiederholt es sich. Ah, ne, hier. 11. Und dann wiederholt es sich. Das heißt, es gibt abgesehen von Mesa und Diamanten noch 11 weitere Stoffe, die wir rausfiltern müssen. Das heißt, wir bräuchten, wenn wir jedes Mal 4, also ne, wir haben ja immer bei einem Sorting, also bei einem Sortierdings da, haben wir immer einen Eingang, dann 4 Sachen, die wir rausfiltern können und einen Ausgang, wo alles andere rauskommt. So, das heißt, wir brauchen davon mindestens 2. Dann haben wir schon mal 8 Sachen, die wir rausgefiltert haben. Und dann, wie viel hatten wir jetzt? 11 oder? Genau, wir haben 11 Sachen. Genau, das heißt, dann bleiben so 3 Sachen übrig. Das heißt, wir brauchen alleine für die Sachen dann 3 Stück plus den ersten, um Mese und Diamant rauszufiltern. Das heißt, wir brauchen 4 mal diese komischen Sorting Tubes.
Die Frage ist ja, wir wollten ja auch so bauen, dass dass nicht alles verarbeitet wird, sondern immer ein bisschen zurückbleibt. Wobei, das können wir auch anders machen. Das können wir tatsächlich anders machen. Und zwar, indem wir. Nee, können wir nicht anders machen. Können wir. Naja. Und zwar, guck mal hier. Das hier, ne? Wenn ich jetzt hier noch ein Rohr nach oben machen würde, also ungefähr so hier, dann würde es ja dafür sorgen, dass immer. Gut, okay, kann man jetzt hier nicht sehen, weil er das direkt verweigert. Aber wenn ich jetzt hier einen hinmache und dann hier ein. Dann geht er immer Hälfte, Hälfte. Das heißt, wenn ich jetzt da hinten natürlich eine Richtung Kist gehen lasse und die andere Richtung dieser Verwertungsanlage da hinten, dann würde das genau dafür sorgen. Lol. Dass die Hälfte verarbeitet wird und die Hälfte als Rohmaterial übrig bleibt. Frage ist, brauchen wir wirklich diese Rohsachen oder brauchen wir nur verarbeitetes Zeug? Ich meine, alles, was wir so normal machen, da brauchen wir entweder die Ingots, die sind ja am Ende der Pipeline, oder wir brauchen zum Legieren, brauchen wir das, aber das können wir wieder aus diesen Ingots machen, können wir wieder schleifen. Das heißt, rein theoretisch brauchen wir wirklich nur Ingots. Also diese Barren halt, ne? Keine Ahnung, wie man das Wort ausspricht. Das heißt, wenn wir die Barren fertigen, beziehungsweise aus den Barren dann diese Blöcke, dann müsste das doch reichen, oder? Schreibt das mal bitte in die Kommentare, ob ich irgendwas vergesse. Ich mache es erstmal so, dass ich aus allen Sachen komplett diese, also alles verwerte und daraus dann diese Blöcke mache. Also hier, so eine Block, so ein Block und dann, ja gut, das war's dann auch schon. Ah hier, so ein Block und so ein Block und so ein Block. Und aus den Blöcken müsste ich dann auch wieder alles andere rekonstruieren können. Also hieraus kann ich dann wieder Ingots machen. Und aus den Ingots kann ich dann wieder die Sachen. Kann ich dann wieder die Sachen schleifen. Glaube ich. Genau. Hier kann ich Grinding des Rohstoff bekommen. Was heißt, eigentlich müsste das funktionieren. Gut. Dann müssen wir mal ganz kurz gucken. Das heißt, ich mache jetzt als allererstes. Wie gesagt, wir brauchen erstmal Sorting-Tube. Achso, siehst du, hier hinten muss auch nochmal eine Sorting-Tube rein, damit die Sachen hier rausgefiltert werden können, die nicht überhaupt erst verarbeitet werden sollen. Wobei, der hier wird ja später frei. Heißt, wir brauchen eigentlich trotzdem nur 4 Stück. Was haben wir eigentlich? Adjustable, Detecting. Ne, Sorting-Tube haben wir gar nicht. Was brauchen wir denn für ein Sorting-Tube alles? Brauchen wir eigentlich noch andere Sachen als Sorting Tube? Wir brauchen eigentlich nur Sorting Tube und normale Tubes. Mehr brauchen wir ja eigentlich nicht, ne? Alter, ist das gut. Vor allem brauchen wir dann überall noch auch noch diese Verab. Ach nee, brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir brauchen nur einen Grinder, einen Ofen, das. Erst kommt alles in den Grind. Also erstmal wird Mese und Diamant rausgefiltert, dann kommt alles in den Grinder. Aus dem Grinder geht alles in den Ofen. Und vom Ofen geht es dann in die Filteranlage, die Sachen rausfiltert und dann daraus die Blöcke craftet. Okay.
Das heißt, wir brauchen nur einen Ofen und einen Grinder, die wir mit Strom versorgen müssen. Alles andere braucht keinen Strom mehr. Gut, das klingt ja doch relativ übersichtlich. Okay. Aber erstmal, wie gesagt, erstmal Sorting-Tür. Sind die Dinger jetzt eigentlich hier? Bäh. Brauchen wir diese Lua-Controller? Ist ja hässlich. Haben wir da noch ein paar? Ein. Was? Wie? Ach, Lua-Controller, die wollen wir gar nicht. Das brauchen wir. Ha! Weg damit. Wir brauchen bloß Mese. Ach, ich hab schon wieder Hunger, Alter. Ist doch hier nicht wahr. Danke. So, 1, 2, 3, 4 sollte reichen. Aber so viele Beete und so viele schöne Früchte. Und dann essen wir echt die ganze Zeit nur Blaubeeren. Das ist doch nicht wahr. So. Okay, das heißt, erstmal. Außer Rot alles deaktivieren. So, damit ist die Anlage erstmal so wieder voll funktionsfähig und wie normal. Und wir können jetzt hier schon anfangen weiterzubauen, ohne dass das die Anlage beeinträchtigt. Habe ich gerade was gesagt? Oh, ja super. Hey, Moment mal. Die muss ich gerade echt vergessen haben. Ich dachte gerade schon, wenn man hier ein Rohr ranbaut, aktiviert das Ding automatisch. Aber nee, es war noch aus. Na gut. So, hier geht erstmal so. Reicht das? Angenommen, ich brauche jetzt hier so ein Sorting-Tür dran. Dann müssen wir, also dann geht es jetzt hier angenommen. Ach so, Quatsch, nicht bisher, sowieso erstmal. Erstmal, das muss alles in den Grinder. Erstmal muss alles. Gott, wie meinst du am dümmsten? Erstmal brauchen wir die Sachen. Also wir brauchen einmal ein Grind und einmal einen Ofen. Lalalala. Achso, und wir brauchen noch einen Puffer, ne? Weil wir haben das Problem, die Sachen, die den Grind, also erstmal alles, was so anfällt, kommt erstmal alles in den Grinder. Stimmt, wir müssen vorher noch Mese und Diamanten raussortieren. Aber alles andere kommt ja in den Grinder. Das heißt, es kann sein, dass erstmal zweimal Eisen kommt, dann kommt zweimal Kupfer. Und wenn das dann alles in den Ofen kommt, nee, stimmt gar nicht, alles gut. Nee, müsste passen. Puh, Alter. Boah, ich bin. Boah, das ist so matschig in der Birne gerade. Also wir brauchen doch erstmal eine Sorting-Tube, weil wir erstmal Diamanten und Mese rausfiltern müssen. So, und dann brauchen wir einmal einen Ofen. Genau, die beiden brauchen wir auch noch.
Wobei Stackwise wäre wahrscheinlich besser. Wobei, nö, brauchen wir gar nicht unbedingt. Itemwise sollte ausreichen. Wir haben wieder eine Schleifmaschine, noch einen Ofen über. Das ist ja schade. Wir haben gar nichts über. Okay. Da müssen wir beides bauen. MV Schleifen. Achso. Oh, funktioniert wirklich. Ja gut, da brauchen wir erstmal eine LV-Anlage. Ah, oh, ist das wieder. Oh, ist das anstrengend. Haben wir nicht doch irgendwie sowas rein zufällig rumliegen? Bäh. Gut. Okay, also hier brauchen wir erstmal Granit, LV. Okay, komm. Ich mache immer hier weg, weg. So. Wir brauchen. Achso. Ja, gut. Na gut, erstmal brauchen wir den hier. So, ein Diamant. Case haben wir. Wüstenstein und Granit. Wüstenstein und Granit. Wüstenstein und Granit. So, dann brauchen wir noch einen Diamanten. Ein Glück, haben wir es mittlerweile mehr als genug Diamanten. Na gut, mehr als genug würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Aber ausreichend. Ja, obwohl bei Diamanten, die brauchen wir jetzt nicht so häufig. Da ist wahrscheinlich wirklich mehr als genug. Aber gerade Mese kann man nie genug haben. So, haben wir schon mal eine Schleifmaschine. Gut, ey, ich würde mal sagen, das machen wir sowieso erst in der nächsten Folge. Bis dann.